geht los! Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. Das ist es halt. Verläuft alles nach Plan, ne? Da müssen wir natürlich gucken. Ja. Aber wir haben ja jetzt auch die Kristallaugen da von ihm. Also, mal sehen, ob wir jetzt wirklich nach Jötunheim können. Jötunheim. Ab in die Welt der Riesen. Hofft man. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Sünde. Jetzt, Junge. Alter, voll Laser die Augen. Frag doch mal Mimi, ob es ihnen gut geht. Nein? Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Jötunheim. Und keiner fragt, ob es dem Kopf gut geht. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Oh. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Das ist doch so eine Diva, ey. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Jetzt darf er sich die ganze Zeit Sindri anhören. Dass er ihn auch genau Sindri zugeworfen hat, ist auch echt fies. Jötunheims höchsten Gipfel finden, meine Güte. Oh, ich hab einiges mit dir vor. Komm schnell wieder zurück. Bitte. Bild dir nichts ein, Ziegenmann. Sorry. Das tut mir jetzt leid, Mimir. Aber naja, du wolltest ja zurückbleiben. Boah, sind das viele Treppen. Okay, rennen können wir nicht. Wir gehen einfach mal ins Licht, oder? Alter, unser Junge, ne? Gibt ganz schön Kette. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Haben wir. Oh. Romantisch. Ist nicht das richtige Wort. Schön. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge.
Ich habe das mit seinen Armen nicht verstanden. Gibst du, ich habe das mit seinen Armen nicht verstanden. Aber es ist eine schöne Geste, dass er wollte, Atreus wollte ja schon immer, naja, die Asche tragen und jetzt lassen wir sie. Jetzt lassen wir ihn, Junge, sie tragen. Nichts, dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Du müsstest Stimmen hören? Das gefällt mir nicht. Hallo, ist jemand hier? Er sieht sehr verlassen aus, ne? Wozu all diese Gesichter? Und wenn das alle Riesen sind, die Midgard Leben verlassen haben? Nicht besonders viele. Sehen auch nicht sehr glücklich aus. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Aber so versteinert? Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Das steht da? Ich meine, da steht so viel. Oder sind das vielleicht Namen von denen, die gefallen sind? Werden wir herausfinden. Der Traum von Midgard. Midgard war ein Traum von dem, was sein könnte, wenn wir gemeinsam arbeiteten. Jötner, Asen, Warnen, Alben, Zwerge, Unsterbliche vor allem. Es war schön, aber nicht alle können teilen. Manche glauben, dass alles Unkontrollierte wild und bedrohlich ist. Und so wurden wir verspottet, betrogen, benutzt und scheußlich abgeschlachtet. Odin und die Seien wurden aus unserer Welt verbannt. Doch das war nicht genug. Der Zorn des Thors und sein grausamer Hammer haben uns in Midgard an den Rande des Abgrunds gebracht. Uns bleibt nur noch der Rückzug, solange noch jemand übrig ist. Odin und Thor hätten alle Riesen umgebracht, wenn sie es gekonnt hätten. Und sie sind damit davongekommen. Schon irgendwie scheiße. Wo sind sie jetzt? Die Riesen kamen in ihre Heimat zurück, um zu überleben. Aber haben sie es? Ja, haben sie überlebt, ne? Wer ist der Wächter? Ach, er schreibt's auf. Ach, er schreibt das alles. Okay. Wir sehen Midgards Schicksal voraus. Überrannt. Ein zweites Hehl. Weder Odin und seine Toten dürfen Jötunheim erreichen. Die Wege müssen versperrt werden. Schlange und Wächter sind geblieben. Auf ihn alleine liegt unsere Hoffnung. Erst wenn das Verderben des Unzerstörbaren befällt, wird der Wächter zurückkehren. Bis dahin warten wir auf eine bessere Welt. Ohne Angst, ohne Gier, ohne Krieg. Wir warten auf Erlösung und Gerechtigkeit. Wir warten auf einen Helden. Wir warten auf Nachricht, dass sich die Götter zum Guten gewandt haben. Hoffe, diese Welt kommt bald. Der Wächter. Die Schlange ist ja, eindeutig die Schlange. Aber wer ist der Wächter? War der Wächter Tyr? Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Ja, hier scheint alles vernichtet worden zu sein. Oh, ich will da gar nicht durchgucken. Vielleicht ist das einfach nur so eine zerstörte Welt oder so. Ich meine, wir sind auf dem höchsten Gipfel. Fass das doch nicht an. Vater! Hier passiert was! Weil er noch die Rune in sich hat, wa? Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Das ist alles prophezeit gewesen. Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg. Der Steinmetz.
Diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Was ist das Ende? Genau, ja. Da hört's ja auf, die Geschichte, ne? Also... Ja, sind wir. Was? Ich verstehe nicht ganz. Was? Ich verstehe nicht. Ich will. Ich habe das nicht ganz. Ich habe es nicht ganz verstanden. Scheiße. Wir waren tot. Lass mich nochmal lügen hier. Genau, das letzte ist wieder kaputt, weißt du? Wegen Spoiler-Alarm und so. Aber lass mich mal gucken, bitte. Ich. Irgendwie lag Kratos am Boden und, naja, Atreus kniete daneben, irgendwie so. Sieh nur, es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Beenden wir es. Also unsere Frau und seine Mutter alles gewusst. War sie so eine Seherin der Riesen oder so, oder? Der höchste Gipfel. Das. Ein Arm. Die sind alle tot. Alter, das sieht hier aber auch echt nicht schön aus, du. Das sieht hier echt grabmalmäßig aus. Die sind alle tot. Alle vernichtet. Das ganze Volk ist ausgestorben. Gemeinsam. So. Das erste Mal, dass wir ihn Sohn genannt haben. Leb wohl, Fay. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen.
sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Unser Sohn ist also Loki, den ich die ganze Zeit gesucht habe, wo, naja, er war ja auch teils Riese, ja, ich glaube. Die ganze Folge ist tot. Wir haben Loki dabei. Ich assoziiere Loki leider durch die Filme immer in etwas Bösem. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Das Runterlaufen ist ein bisschen doof. Tja, wir haben die Hauptstory wohl jetzt wirklich abgeschlossen, wa? Es sei denn, da kommt gleich jetzt noch was. Ich meine, wir waren noch nicht in Asgard und noch nichts. Wir haben noch nicht wirklich Götter abgeschlachtet und nichts. Die einzigen, die wir getötet haben, waren die Söhne von Thor. Magi und, Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein, er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Wir sehen ihn ja gleich wieder. Und dann erzählen wir ihm alles? Gibt es überhaupt ein Wiedersehen? Ich dachte gerade, das Tor verschwindet, weil es abgedunkelt ist. Und was erwartet uns da noch? Erzähl noch mehr Geschichten, bitte. Jetzt haben wir aber wenigstens das Andenken unserer Frau bzw. das Andenken der Mutter geehrt. Sie ist jetzt bei ihrem Volk in ihrer Heimat. Deswegen wollte sie vielleicht auch, dass sie hier mit herkommt. Erstmal, dass, naja, Atreus erfährt, was seine Herkunft ist. Und zweitens, denke ich mal auch, weil sie einfach auch in ihrer Heimat sein wollte.
Und das haben wir jetzt ja auch geschafft. Ach, wir haben Baldur noch getötet. War ja auch ein Gott. Stimmt. Jetzt noch den ganzen Weg runter. Aber wir laufen langsam. Wir haben Zeit. Wir haben unsere Aufgabe vollendet. Wir haben unseren Sohn die Wahrheit gesagt. Unser Sohn hat seine Herkunft wieder herausgefunden oder herausgefunden. Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Ich finde Loki eigentlich einen echt geilen Namen, muss ich mal so sagen. Ich würde meine Tochter definitiv Loki nennen. Und ich würde ihr lockige Haare machen. Oh Gott, der war schlecht. Gleich sind wir wieder raus. Was macht man eigentlich als einzigst Überlebender seiner Art? Also Riese, Halbriese. Eigentlich nur ein Dreiviertel Riese. Was ist das ein Drittel. Da?